Hallo liebe Leute und willkommen zu einer Folge Bed Wars 1 vs. 1. Ich spiele gerade gegen einen Zuschauer von uns, der gesagt hat, hey, ich spiele eine Runde gegen mich und deshalb spiele ich jetzt eine Runde gegen ihn. Wenn ihr auch gegen mich spielen wollt, dann schreibt das mal einfach in die Kommentare und dazu euren Skype-Namen. Dann gucke ich, dass ich euch so schnell wie möglich auf Skype adde. Das Ding ist, ich mache aber meinen Skype-Namen nicht öffentlich, weshalb ich euch nicht meinen geben werde. So. Weil sonst kommen irgendwelche anderen Leute, die mich gar nicht kennen und nerven mich dann. Und dann mache ich es lieber so rum, dass die Leute, die wirklich mit mir spielen wollen, dass ich die adde. Das hält dann schon mal ein paar Leute, die dann nerven und spammen was ab. Aber gut, dann sind wir jetzt hier in der 1 vs. 1 Runde und gucken jetzt mal, wie gut wir den Gegner hier down bekommen. Da ist auf jeden Fall noch ein größerer Weg zur Mitte, aber ich denke, ich werde das heute schaffen. Wobei ich nicht weiß, wie er spielt. Ich habe noch nicht vorher gegen ihn gespielt. Es kann jetzt entweder ein ziemlich guter Gegner sein oder einer, den ich ziemlich leicht bekomme. Das weiß ich einfach nicht. Werden wir noch herausfinden. Und ich habe Eisen noch gar nicht benutzt. Das Eisen sollte jetzt also unten noch alles in der Kiste liegen. Aber ich gucke jetzt mal, wie das aussieht mit dem Eisen in der Kiste. Also in der Kiste Eisen, das da rumliegt, wie viel ich mir davon holen kann. Und eventuell sollte ich, wenn ich gleich noch genug Zeit habe, das Bett zu bauen. Auf jeden Fall baue ich mich hier erstmal jetzt ein kleines Stück hoch. So, damit ich nicht in der Mitte so ankomme, dass der Gegner einfach rüberlaufen kann. Sondern, dass er immer ein paar Blöcke braucht, wenn er zu mir möchte. Das ist halt praktisch, wenn er mich angreift. Oh Gott, nee, das wird nicht reichen von den Blöcken her. Ist halt praktisch, dass wenn er mich angreift, oder ich ihn angegriffen hat und er kein Bett mehr hat und er gerade am Fliehen ist, dass er dann nicht mehr wieder einfach zurückkommen kann. Sondern dass er, also dass er dann nicht einfach zu mir rennen kann, während er kein Bett mehr hat und zu meinem Bett kommt. Sondern dass er dann in der Mitte spätestens nicht mehr weiterkommt. Egal, ich glaube die meisten wissen, was ich meine. Und der Rest vielleicht nicht. Weil ich mich gerade wahrscheinlich nicht so gut ausdrücken kann, weil ich gerade relativ konzentriert in dem, was ich mache, bin. So. Jetzt habe ich erstmal diese Durchschnittssachen angezogen. 1, 3, 2. Das kann ich wegschmeißen. Gucken, ob er kommt. Er kommt zum Glück noch nicht. Dann brauche ich jetzt noch was zu essen. So. Und dann nehmen wir uns noch davon was mit. So, jetzt esse ich erstmal was und dann setze ich Sachen um mein Bett herum. Jetzt mache ich das Ganze so. Einfach um ihn was zu verarschen, sehe ich das Ganze hier was länger mit dem Bett, so dass es so aussieht, das Bett wäre ein paar Blöcke weiter vorne. So, dass er hier anfängt, das Bett abzubauen. Verbraucht hoffentlich ein bisschen was Zeit für ihn. Und jetzt gucke ich mal, er war wahrscheinlich schon in der Mitte, aber ich hoffe mal, die Mitte wird jetzt noch frei sein. Aber ich guck mal, wobei ich wette dagegen, ja, ich sehe gerade nicht viel, egal. Ich baue mich jetzt erstmal rüber zum Pilz und dann gucken wir weiter. Ich baue mich am besten auch noch oben auf dem Pilz drauf, weil von da aus hat man einen guten Überblick. Und unten liegt nur ein einziges Gold, das bedeutet, er war gerade erst irgendwie in der Mitte. Genau, und er hat sich auch hochgebaut und versucht gerade schon mit dem Bogen auf mich zu schießen. Ich will mich gerade einen Pfeil fliegen sehen. So, von hier aus könnten wir zu ihm kommen. Okay, ja. Ich gehe runter. So, weil hier liegt jetzt zwei. Hier liegen nochmal zwei. Hier liegen auch nochmal zwei Gold. Und hier liegen auch nochmal zwei Gold. Und da hinten macht er sich langsam auf den Weg. Das Ding ist, ich kann ihn nicht aufhalten. Weil ich weder einen Bogen noch sonst was habe. Das heißt, oh, das war ein Hit. Aber egal, ich habe alles überlebt. Oha, oha. Der schießt schön mit dem Bogen auf mich. Und ich habe jetzt genau 7. Damit mache ich mir, glaube ich, den zweiten Bogen. Guck noch an, wie weit er hinter mir ist. Okay, ich habe ihn abgehangen. Er hat nur einfach, glaube ich, aus Lust geschossen, nach der Hoffnung, dass er mich trifft. So. Jetzt wieder Eisen. Und auf jeden Fall erstmal was essen. Okay, der Typ steht hinten in seiner Base. Das heißt, ich habe noch alle Chancen. Nicht in der Base, in der Mitte. Das heißt, er kommt nicht gepusht. So, Essen habe ich immer noch genug. Jetzt nehme ich mir ein paar Blöcke. Und nehme die beste Rüstung jetzt. Zack.
Also ich habe das beste Schwert, was ich mir leisten kann. Den zweiten Bogen. Was habe ich jetzt weggeschmissen gerade eben? Ach, jetzt habe ich gerade eben die Spitzhacke weggeschmissen. Mann, ich bin so dumm. Die Spitzhacke müsste, wenn, dann weg. Alles klar. Gut. Da hinten kommt er. Und er baut sich dann erstmal safe. Das ist ziemlich doof. Aber was mache ich denn am besten? Ich müsste hoffen. Wow. Ha. Oha. Nein, nicht gut. Okay, ich habe meinen Bogen dahin geschmissen, aber mein Pfeil nicht. Scheiße. Nicht so nice. Und da hat mein Bogen aufgesammelt. Ja, komm. Der spielt auf jeden Fall gut. So. Okay, kommt schon. Ja, kill mich einfach. Okay, kill mich noch einmal. Gut. Nein, das fand ich jetzt nicht gut. Komm, stirb. Und ich bin wieder belebt worden. Mein Bett wurde zerstört. Oha. Ich muss weg. Ja. Und er hat echt gut gespielt. Denn Stärketränke sind hier in dem Spiel echt... Nein. Oh, danke. Echt das Wichtigste. Aber ich komme hier, glaube ich, auch nicht mehr weiter. So wie es aussieht. Und da hat mich eh getroffen. Ah, oh, verdammt. Revanche. Und mir hat jemand zugeschaut. Hallo. So, nochmal. Komm schon. Gut. /Start. Ich lasse diesen Verlust nicht auf mir sitzen. Der hat aber auf jeden Fall gut gespielt. Stärketränke sind echt irgendwie ein Geheimnis. Dagegen hat man kaum noch eine Chance. Aber ich guck mal, was ich hier reißen kann. So. Einfach jetzt erstmal nur Blöcke. Und dann von hier aus rüber. Und der Gegner ist direkt gestorben. Wahrscheinlich beim Fastbitchen oder so. So. Ich baue mich jetzt erstmal rüber. Nein! Oh Mann, ich bin falsch Moment abgesprungen. Oh Mann, ey. Dann sterbe ich auch noch selber. Das ist peinlich. Ich darf nicht sterben. Oh Gott. Alles klar. Na dann gucke ich jetzt mal, dass ich mir noch ein paar hier Blöcke hole und mich wieder weiter rüber baue. Deswegen, wir haben beide Zeit verloren. Das Ding ist eher fast-switched wahrscheinlich und ich nicht. Nein, das war schon wieder... Oh, ich dachte gerade, ich wäre schon wieder drauf gegangen. So. Ich spring sonst immer im richtigen Moment hoch, aber ich bin gerade zweimal zu spät hochgesprungen. Das eine Mal hat es gerade noch geklappt und das andere Mal bin ich hier gerade eben runtergefallen. So, 24 Blöcke reicht auf jeden Fall, um wieder hochzukommen. Und er hat schon seinen Bogen, war doch klar. Oh, verdammte Kacke. So, das Ding ist, ich sollte weg, bevor er kommt. Er wird noch keinen Stärketrank haben. Er hat sich bisher auch nicht vernünftig equipped. Nur mit seinem Bogen. Ach, komm schon. Jetzt hat er sich equipped und jetzt kommt er. Okay, das ist auf keinen Fall geil. Das heißt hoch. Und in dem Moment kam mir gerade Gold. In dem Moment kam Gold. Fick dich. So. Ah, fuck. Mann. Was soll das denn? Alles klar. 1, 2. Aber ich werde keine Chance mehr haben. Wenn du jetzt direkt gepusht bekommst, tust du... Dann sind meine Chancen gleich 0. So. Oh Gott, komm schon. Oha, das war, glaube ich, knapp. Nein, er hat mich erwischt. Oh, verdammt, komm. So, schnell. Sachen nehmen. Zack, und Blöcke. Und ich könnte mir theoretisch jetzt noch ein Schwert machen. So, also so und so. Zack. Okay, er baut sich wieder hoch. Das heißt, ich baue mich hier hinten auch hoch. Und guck mal, dass ich eventuell ihn bekomme. Ah, da unten ist er.
Ah, komm schon. Nein, er hat mich besser gehittet. Und er hat eh... Ja, verkackt. Ich habe richtig verkackt gehittet. So. Oh Mann, komm schon. Nein, damit hat er mich down. Ich hasse das. Ich hasse es. Komm schon. So. Oh Mann, 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 Mann. Egal, ich krieg dich noch. Ich krieg dich noch. Ich hab dich gerade ein paar Mal schön gehittet. Nein, ah, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, das ist jetzt feige. Dann kick mich lieber noch ein paar Mal runter. So. Ach, komm schon. Das ist ziemlich feige von dir. Aber okay. Egal, ich komme hier raus. Und... Komm schon. Man sollte sich immer auf den Spawn irgendwie eine Kiste hinsetzen auf diesem Server. Mein Bett wurde zerstört. Nice. So. Mann, ich wollte mich irgendwie in den Abgrund stellen und ihn da runterkicken, aber alles klar. Komm und damit in die nächste Runde. So, letzte Runde. Best of three. Du hast wahrscheinlich eh gewonnen. Letztendlich hast du eh gewonnen, weil du 2 von 3 dann schon gewonnen hast. Aber dann hänge ich jetzt noch eine dritte dran. Ich lasse es nicht auf mir sitzen, dass man mich besiegt. Auch wenn ich nur einmal am Ende gewonnen habe. Ich will gewinnen. Und bei dir brauche ich, glaube ich, eine andere Taktik. Als erst in der Mitte sein, bringt es sich tatsächlich... Er bringt es tatsächlich nicht irgendwie. Doch, wobei, es bringt es... Aber du bist eh erst in der Mitte. Und das ist halt das Ding. Egal, vielleicht, wenn ich jetzt nicht runterfalle, vielleicht bin ich dann Erster. Nein, oh. Oh, ich wäre fast auch noch drauf gegangen. So. So, ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Und ich habe keine Blöcke mehr und ich habe keine Blöcke mehr. Ach, scheiße. So, hier sind schon mal 2 Eisen. Die benutze ich jetzt direkt für eine Spitzhacke. Aber ich baue mich erstmal weiter zur Mitte. Zack, ich habe jetzt genug Blöcke. Und ein bisschen Zeit verloren. Ich glaube, ich hätte es besser abtimen können und abwarten können. Erstmal, bis ich genug Blöcke habe. Aber der Gegner ist auch gestorben, gefällt mir. So. Und, komm schon. Oder er macht es absichtlich, weil zurücklaufen zu lange dauern würde. Keine Ahnung. Zurücklaufen, weil die Blöcke weg leer sind oder so. Oder aufgebraucht. Und ich bin Erster. Ich bin Erster. Oh, nice. Hier 2. Da 2. Da nochmal 2. Gibt es hier nur 3 Iron Spawner? Ich glaub's nicht. Oder obendrauf noch irgendwo? So. Mein Freund. Und ich habe dich damit down. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, gehe jetzt wieder erstmal zurück mit 9 Gold. Dann gucke ich mal, ob ich mir das beste Schwert hole. Oder soll ich mir uns auch mal einen Stärketrank holen? Ich weiß nicht. Beides wäre möglich. Es reicht auf jeden Fall aus für den Bogen und das beste Schwert. Mache ich erstmal das. Also, das beste Schwert und einen Bogen mit Pfeil. So, 1, 2, 3. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch was zu essen. Zack. Und Rüstung. Kostet mir zu viel. Das heißt, ich muss die nehmen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und den Rest lasse ich da. Wobei, ich brauche noch Blöcke. Ah, ich nehme noch ein paar mehr. So. Und da kommt er. Aber er sollte eigentlich keinen Bogen oder sowas haben, ist halt das Ding. Den habe ich jedoch. Und ich habe ihn. Nice. Nice, nice, nice. Ich glaube, die Runde kann echt für mich ausgehen. So. Ja, ja, ich bin jetzt warm geworden. Pass mal auf, mein Freund. So, erstmal die 3 Gold mit Ringen mitnehmen. Sonst werfe ich die da rein, irgendwie in die Ecke. Will die nicht riskieren, aber ich will auch nicht, dass der Gegner die bekommt. So. Und jetzt geht's rüber. Das Ding ist, ich bin besser equipped. Ich habe ein besseres Schwert. Das Ding ist, wenn du jetzt mit dem Knockback-Stab ankommst. Hast du ja irgendwie einen Trank gezogen? Regenerationstrank oder so? Alles klar. Komm, hüpf doch hoch. Hüpf, 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 hüpf. Okay. Ich habe Angst, dass es irgendwie mit Schneebällen oder sowas ankommt. Wäre halt ziemlich mies. Okay, buh. Oh, war das knapp. Du hast mich fast runtergehauen.
Nein, 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 nein! Boah, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. So, Schwert, Rüstung, das Ding. So, Knockback-Stab und eine Spitzhacke und der Rest Blöcke. So, beim Laufen ausrüsten. Eins, ausrüsten, anziehen, zwei, drei. Und das runter, gut. Da hat es ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als ich gehofft habe. Aber okay. So, da hinten kommt er auch. So. Das Ding ist, ich habe jetzt wieder 9 Stück. Okay, und weg, 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 weg. So, ich habe jetzt 9. Das passt wieder perfekt für, für das beste Schwert und Bogen. Das heißt, bestes Schwert und Bogen mit Pfeil, zack. 1, 2, 3, 4. Dann werfe ich hier hinter jetzt auch mal das Ding und das Ding. Und soll ich mir einen Base-Teleporter mal holen? Wäre vielleicht schwachsinnig. Denn ich brauche erstmal eine Spitzhacke, genau. 3, so. So. Das Ding ist, ich weiß ganz genau, dass du nichts hast. Und dir nur da hinten was vorbereiten möchtest für später. Aber darauf kacke ich jetzt. Ich weiß nämlich auch, dass du... Ach so, Moment, du bist da hinten. Ich dachte, du wärst hier vorne. Das sah so seltsam aus. So, Nummer 1. Du bist halt nicht safe. Aber ich bin hier nicht safe. So. Alles klar. Und ich habe kein Essen dabei, was ziemlich schlecht wird. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal das ab. Und... okay, er ist einfach runtergesprungen. Gefällt mir eigentlich. Sonst gucke ich jetzt mal, dass ich hier jetzt noch den Block abbaue und den. Und eventuell... ja, mir was zu... noch was Gold gönne. Und dann... mit Essen home laufe. So. Zack. Jetzt schnell beeilen. Nicht, dass er irgendwo plötzlich hier gleich auftaucht. Und dann mir... wieder mehr Sachen aus Gold kaufen. Das Ding ist, was hole ich mir? Ich hole mir jetzt allererstes auch beste Rüstung. Dann sonst ein Stärktrank ist eigentlich die Idee. Und Essen. So, Essen runter, den Stärktrank runter, das an. Und dann lege ich Gold jetzt noch hier rein. Zack. Gut, dann esse ich jetzt erstmal. Mein Freund, ich bin so gut equipped, hast du keine Chance mehr, außer du kommst gleich aus irgendeiner Ecke rausgesprungen und hältst mich runter, was ich wieder wette, dass du da oben drin stehst. So. Tatsächlich sehe ich ihn aber nicht, das heißt, ich beeil mich. Okay, ich habe es geschafft, hier liegt auch noch Gold. Und da kommt er erst. So. Komm schon, gibt's doch nicht. Jetzt habe ich ihn aber. Und er ist hier unten. Was wiederum bedeutet, dass... komm schon. Okay, ich sollte vorsichtig sein, dass der mich hier nicht hier nach außen lockt, weil dann bin ich direkt tot. Der will mich dahinter locken, damit er mich runterkicken kann, aber da mache ich jetzt nicht mit. So. Tja. So, ich hab's geschafft. Er konnte mich nicht runterkicken. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Vor allem 6 Gold. Das könnte ich wieder anders investieren. So. Vor allem mit dem Gold, was ich noch zu Hause habe. So. Den Turm mal abbauen. Und weg hier, weil er einen Knockback-Stab hat. Okay, er kommt nicht hinterher. Ich dachte, er wäre hinter mir. Gut, er scheint hinten seiner Base zu sein. Und er hat seine guten Sachen abgelegt. Er springt nämlich einfach runter, damit ich denke, dass er keine guten Sachen mehr hat. Aber ich weiß ganz genau, dass du die hast.
Nein. Oha. Du hättest mich fast gehabt. Okay, Stärketrank. Okay, ich hätte gerade einfach durchrennen sollen. Verdammte Scheiße. So. Okay, er rennt weg. Das heißt, ich sollte ihn jetzt haben. Was ist hier noch drin? Knockback-Stab, also nichts Besonderes. So. Alles klar, jetzt habe ich ihn runtergekickt. Und dann baue ich mich jetzt mal hoch. Und gönne mir jetzt mal sein Bett einfach. Auch wenn er sich gerade noch gut equipt. So, sein Bett habe ich. Zack. Und du hast das Scheiß zugebaut. Sorry, muss ich jetzt sagen. Und ich glaube, ohne Blöcke kommst du nicht zu mir. Und ich hoffe mal, du hast gerade keine Blöcke. Oh doch, doch, über deinen Weg oben lang kommst du zu mir. Und ich habe mein Bett nicht zugebaut, aber trotzdem. Ich habe, glaube ich, noch meinen Stärketrank-Intus. So. Und der Base-Teleporter, ich hätte ihn doch gebraucht. So, alles klar. Habe ich noch Intus? Genau, ich habe den noch 2 Minuten Intus. Das ist nice. Aber du kommst wahrscheinlich mit Knockback-Stab im richtigen Moment und schaffst mich down zu boxen. Scheiße! Ah, fick dich doch ins Knie, du... Ah. Nein. 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 Na, komm nach hier. So. Oh Gott, wie hast du mich gerade geschafft zu hitten? Nein, du baust mich nicht gerade ein. Das ist nicht dein Ernst. Okay. Okay, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich krieg dich hier irgendwo weggehittet. Ich krieg dich noch. Du baust mich hier garantiert nicht ein. So. Gott, du baust mich garantiert nicht ein. Das kannst du gerne tun. Mhm. Alles klar, mein Freund. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns noch. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Er dreht sich, er läuft im Kreis oben, ums Bett herum. Er weiß, glaube ich, dass ich hier bin. Er sneakt ja auch andauernd. Er guckt, ob ich irgendwo auf ihn warte. Er baut sich jetzt langsam nach unten. Deswegen, ich könnte mich natürlich jetzt auch verpissen. Und hätte jetzt in der Mitte natürlich das übelste Gold. Könnte ich beides machen. So, er baut sich runter. Vorsichtig. Und er ist draußen. Fick dich. Fick dich. Okay, ich hätte mich doch einfach verpissen sollen. Da hat nämlich gesehen, wie ich hier unten rein bin. Das ist ziemlich scheiße gerade. Weil es das ganze Gold hat. Und es in seinem Base ist. Gut, dann ist jetzt noch ein 1 vs 1. Wer zuerst drauf geht, hat verloren. Und ich hasse dich. Habe ich schon gesagt, dass ich dich hasse? Vor allem, ich habe keine Blöcke dabei. Du bist so ein... Wieso musst du mich am Ende noch runterbauen? Oder wieso musstest du dann hier wieder alles einbauen? Das ist doch ziemlich behindert und unnötig. So, 7. So. Komm schon. Ich muss echt aufpassen. Ich habe keinen Knockback-Stab. Ich muss echt aufpassen. Nice try, mein Freund. Nice try. Ich brauche Gold, aber 3 Gold reicht für gar nichts aus. Aber ich habe erst 5, stimmt. Aber reicht das für einen Bogen? Oder wofür reicht das? Aha, sind nochmal 3. Jetzt habe ich 8. Das reicht für einen besseren Bogen. Aber ansonsten nicht, ne? Ich habe es gerade für einen guten Bogen. Oder für ein gutes Schwert. Aber ich glaube, ich nehme den guten Bogen. Ich nehme den guten Bogen. So, guten Bogen, das und auf jeden Fall noch Essen. 2, so. Okay, da kommt er. Okay, ich verpiss mich. Ganz ehrlich. Nö. Und drüber. Zack.
Von mir aus geh in meine Base oder was weiß ich, was du davor hast. Oder verbrauch deine Enderperlen. Ich bin aber nicht so dumm. Und lass mich jetzt von dir killen. Aber danke, dass du deine Enderperlen verbraucht hast. So. Komm ruhig hier oben lang gelaufen. Schadet mir rein gar nicht. So. 3 Gold. Ich bräuchte jetzt noch 2 mehr. Dann könnte ich mir das Schwert gönnen. So, die beste Rüstung habe ich jetzt ja an, ne? Level 3, gut. Und da hinten equippt sich in meiner Base. Und ich sammle Gold in der Mitte. Ist doch fair. So. Okay. Wer weiß eh, dass ich einen Bogen habe. Das heißt, ich brauche ihn jetzt nicht weiter zu verstecken und kann einfach was spammen. So. Ah, das war doch ein gute Position. Jetzt habe ich hier was verzogen, verdammt. Ah, zu kurz. Na egal, was soll's. Hier liegt wieder Gold. So, und 7 kostet ein Stärketrank. Dann spare ich auf den noch. Dann habe ich nämlich 7 und 5, ergibt 12. Das heißt, ich brauche insgesamt noch 12 Stück. Das heißt, ich muss insgesamt noch einmal abwarten. So. Okay, ich sehe, was er da macht. Das heißt, ich weiß, glaube ich, dass er keinen Bogen hat, beziehungsweise ich vermute mal, dass er keinen Bogen hat. Das heißt, ich werde es versuchen, ihn herunter zu... Ah, er hat sich Gunpowder nach Hause wahrscheinlich geworfen oder steht... Nein, er steht da hinten noch in seiner Base. Okay. Er steht da und chillt. Und ich gehe jetzt rüber. 12 Gold in seine Base und holen als allererstes einen Base-Teleporter. Weil damit rechnet er, glaube ich, nicht. Wobei, ich hole mir erst das Schwert. Ja gut, er hat den Base-Teleporter genommen. Wie ich es vermutet habe, habe ich jetzt gewonnen. Du bist gestorben. Nein, nein. Ich hatte es auch mit dem Base-Teleporter vor. Du bist Mann, Alter. Ah, Mann, das sind 3 Runden, die ich übertrieben verkackt habe. Aber trotzdem, es war mal was anderes auf dem Kanal. Weil es war echt immer ein harter Gegner. Und ich nehme zurück, dass der Turmus ein ziemlich harter Gegner ist. Das ist der erste Gegner, den ich hatte. Der spielt gut, er spielt Taktik, er spielt schlau. GG. Ah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder morgen. Und ansonsten, liken nicht vergessen. Ja. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr Folgen sehen wollt, wo ich auch mal verliere. Oder ob ich dann, oder ob ich mal so machen soll, dass ich nur die Folgen hochlade, die ich gewinne oder sonst was. Oder dass ich mir wirklich sortiere, welche Folge ich hochlade. Denn alles, was ich aufnehme, lade ich momentan hoch. Oder soll ich einfach gucken, ich soll nur geile Runden hochladen. Schreibt es mal in die Kommentare und dann war es jetzt. Tschüss!